Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Europa Universalis 4 mit unseren siegreichen Genuesen. Im letzten Part haben wir hier Südspanien erobert und dabei total Palermo vergessen. Das war ein bisschen dumm, das heißt, wir müssen da irgendwann mal nochmal einen Krieg deshalb führen. Müssen wir mal schauen, vielleicht kriegen wir dann auch irgendwelche Kolonien von den Spaniern noch in Amerika, dass wir nicht nur wegen einer Provinz hier einen Krieg führen müssen. Das war schon ein bisschen dämlich, muss ich zugeben, aber naja, so ist halt eben. Hier wollen wir den Staat nicht, hier wollen wir den Staat definitiv auch nicht. Diese Kernprovinz wollen wir noch. Heute unter Umständen der Part ein paar Minuten später. Ich hatte noch ein bisschen Probleme mit den Save Games. Ich musste die dann noch von dem anderen Rechner wiederholen, weil es irgendwie nicht in der Cloud gespeichert hat, dann aber irgendwie doch. Und dann war irgendwie der Save inkompatibel. Ich habe keine Ahnung, was hier los war. Ist auf jeden Fall relativ komisch gewesen, muss ich ehrlich sagen. Naja, aber jetzt geht's ja weiter. So, was wollen wir eigentlich machen? Ich denke, ja, unsere Armeen werden zurückgeschickt. Wir sind hier aktuell in der Technologie weit voraus. Die Plutokratie-Ideen, ja, sind ja nach wie vor so eine Frage, ob wir die noch durchmachen. Oder was da passiert, wenn wir jetzt bald eine Monarchie werden könnten. Ja, ich würde sagen, wir warten einfach ein bisschen ab. Wir haben ja hier drüben das Spionagenetzwerk auf Kolumbien. Genau, und verbessern die Beziehungen mit Polen-Litauen. Und planen ja unter Umständen, ups, demnächst einen Krieg gegen den Vatikan. Die verbündet sind aktuell mit Frankreich und Venedig. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen, das muss man einfach mal so sagen. Neapel und Kirchenstadt wäre Venedig verbündet. Das heißt, wir könnten theoretisch auch einen Krieg gegen Venedig führen. Ich meine, diese beiden Gebiete hier zu erobern ist durchaus auch in unserem Interesse hier. Neapel wäre deutlich entspannter und dann könnten wir hier schon mal das Bündnis beenden. Und dann könnten wir irgendwann nochmal einen Krieg gegen den, oder auch das Bündnis vom Kirchenstaat mit Frankreich dann in einem Separatfrieden beenden. Das muss man einfach mal uns anschauen. Das klicke ich hier mal weg. Aber jetzt haben wir eh auch mal eine Überdehnung und müssen hier unsere neuen Gebiete befrieden. So ist ja eh aktuell Stand der Dinge. Hat jemand anderes eigentlich mittlerweile auch mit Bulgarien ein Bündnis? Nein, das ist nicht so gut. Weil die haben nur 9000 Mann. Ich sag mal, das ist eher ein bisschen blöd, wenn dann die Osmanen kommen. Und so übertrieben gut können wir da auch nicht helfen. Muss man einfach mal sagen. Ah, wir haben keine Dominanz mehr im Glashandel. Okay. Hier haben wir unsere erste Armee. Hier haben wir die zweite Armee. Aber hier kommen ja noch ein paar Truppen dazu. So. Perfekt. Unsere zweite, unsere Handelsflotte ist hier unterwegs. Die handelt auch ganz schön, das ist super. Wir haben viel Geld, da können wir gerade mal wieder reingucken. Was wir hier machen könnten. Oh, Genuesisch-Kolumbien haben wir jetzt auch. Als Kolonialnation. Gott sei Dank haben wir hier noch einen Anspruch fingiert, das ist sehr gut. Auch hier natürlich nach wie vor, so wie für Neu-Genua, die Möglichkeit, dass ihr mir hier Vorschläge macht, wie wir diese Kolonie nennen sollen. Wir werden auch hier jetzt mal den nächsten Kolonisten entsenden. Super, genau. Und dann könnten wir uns eigentlich zügig auch ein... Ja, nee, die Sache mit Kolumbien ist ja die, die sind ja mit Frankreich und Großbritannien verbündet. Da geht aktuell nichts. Aber dieses Spionagenetzwerk können wir demnach dann auch mal abbrechen. Das bringt auch nichts mehr. Schicken wir den lieber mal nach Venedig. Und schauen mal, wie sich das hier dann so entwickelt. Wir haben hier eine Mission, die wir abschließen können. Wo denn? Hier erlangt Untertanen, Kosten, diplomatische Annexion, minus 15%. Gut, die bringt uns relativ wenig, diese Sache. Weil wir die ja nicht annektieren können. Dann haben wir aber auch gleich errichtet eine große Flotte fertig. Ja, ich denke, das schadet nicht. Flottentradition einfach eine Weile passt. Dominanz dominiert den Handel.
Genua hat 75% oder mehr Handelsmacht. Im Haupthandelshafen vermutlich, um den geht's. Da haben wir aktuell 51%. Ist also schon noch eine ganz schöne Weile hin. Aber ich meine, ich denke, es wird auf jeden Fall schon mal besser, wenn wir hier noch Lucca erobern. Und Palermo würde da helfen noch. Naja gut, hier hinten natürlich. Klar, ist ein bisschen doof. Aragon und so weiter werden wir nicht erobern. Hier unten auch wahrscheinlich eher nicht die Provence. Und auch nicht Avignon oder was da noch. Genau, Avignon eher auch nicht. Wobei, das könnte ich mir noch vorstellen. Mal schauen. Machen wir aber hier mal weiter. Ja, wir müssen definitiv erstmal hier ein bisschen unsere Armee wieder warten, bis sie wieder fit ist. Wir müssen mal schauen mit der Unruhe hier. Es braucht noch seine Zeit, bis es hier zu einer Rebellion kommen könnte. Ich denke, wir drillen einfach mal. Und dann haben wir im nächsten Monat vielleicht hier die Möglichkeit, noch die nächste Kernprovinz reinzunehmen. Wir machen hier mal minus 25 Regierungsfortschritt. Ah ne, noch einen Monat muss man warten wegen einem Punkt. Jetzt, dann kann es hier losgehen. Die Osmanen warnen uns. Okay. Übrigens, wenn wir mal einen Krieg gegen Frankreich hätten, könnten wir vielleicht auch mal Ragusa hier unten fordern. Das gefällt mir. Dann könnten wir die Mission auch mal noch abschließen. Siak will ich immer noch kein Bündnis. Wo auch immer die sind. Delegation in Auslandsangelegenheiten stärken. Ich denke... Ja, schauen wir uns mal das Event an. Ein Lord Protector herrscht nicht durch Kompromisse und Giovanni ist da keine Ausnahme. Leider sind in der internationalen Diplomatie Kompromisse manchmal notwendig. Ja, das Event kennen wir eigentlich schon. Mal schauen, wie kompromissbereit er da jetzt ist. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt hier mal auswürfeln. Ist ja auch wichtig, was unsere republikanische Tradition angeht. Wird sich da ja auch einiges entscheiden, wenn es hier jetzt gleich nochmal runtergeht. Und ich würfel eine 1, das heißt, wir bekommen 20 republikanische Traditionen und verlieren 100 diplomatische Macht. Okay. Gerade machen wir ganz gut Geld, fällt mir so auf. Ich werde mich jetzt hier für so eine Regierungssache auch mal entscheiden. Und ich denke, unser Herrscher wird hier auf Landbesitzer umschalten. Das passt einfach ganz gut zu ihm. Gut, Küste überfallen, das kennen wir. Blödes Tunesien, wobei ich ehrlich gesagt Tunesien spielen in Multiplayer-Runden richtig witzig finde, wenn man seine Mitspieler hier plündert die ganze Zeit. Weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich habe das mal hier mit der Provence gemacht, dann hatte ich hier irgendwie... Hatten die dann 100 Verwüstungen oder so. Also es war ziemlich heftig. Wir könnten eigentlich auch mal einen Diplomaten hier nach Bulgarien schicken, würde ich sagen. Mich wundert es, dass wir die einzigen sind, die sich mit denen verbünden. Warum macht das zum Beispiel Polen-Litauen nicht? Mal schauen. Böhmen, Bremen, Dithmarschen. Sind die Bremen sind nicht mehr mit den Osmanen verbündet. Wir könnten uns mal mit Burgund verbünden. Ich halte das eigentlich für eine gar nicht so schlechte Sache. Oder mit den Niederlanden. Die Frage wäre, wer wäre besser? Niederlande oder Burgund? Ich möchte einfach mal kurz reinschauen, wie viel Armee die denn so haben. Niederlande. 12.000, 30.000 gesamt. Das ist jetzt nicht so überragend. Burgund hat 32.000 Mann. Das ist jetzt auch nicht so Hammer. Achso, aber die sind gerade auch im Krieg. Ungarn und Nürnberg, wobei das erklärt es eigentlich nicht. Ungarn ist ja jetzt auch nicht so der Hammer, Nürnberg auch nicht. Das sind auch nicht, das ist eine Republik. Das hier ist ein Königreich. Ich denke, unser Herrscher, er spekuliert das so ein bisschen auf den Königstitel. Deswegen wird er sich mit dem Königreich hier verbünden.
vorübergehend. Also mal schauen. Kann auch sein, dass ich hier das irgendwann auch nochmal ändere. Vielleicht mal zu den Niederlanden wechsle oder so. Aber aktuell sieht es so aus. Kontrollverlust, okay. Eine Stabilität verlieren wir, das ist nicht so gut, weil... Ja, Eingeborenenaufstand. Oh, oh, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Habe ich da schon Truppen? Ne, habe ich nicht. Das ist natürlich doof. Sollten wir mal die Truppen verlegen. Verwaltungswachstum. Im Zuge des Wachstums des Staats und seiner Bürokratie gibt es einen fortwährenden Bedarf an Menschen, die verschiedene Ländereien und Funktionen überwachen und verwalten. Ja, hier geht es auch um Adel, Klerus und so weiter. Und ich denke, er bleibt beim Adel, dass der Adel eben die Macht bekommt. Das passt ganz gut. Ja, da müssen wir nur ein bisschen aufpassen, weil wir hier relativ weit jetzt schon sind. 95% ist ein bisschen relativ gefährlich. Ich möchte mal gucken, ob ich den Bürgern irgendwie nochmal ein Gebiet geben kann, das vielleicht noch für den Handel relevant wäre. Wir haben hier überall schon die Bürger drinnen. Hier haben wir Adel, Adel. Also, ja. Tunis haben wir Bürger drin. Nehmen wir hier, ah ne, haben wir auch den Adel. Hier geht noch nichts, weil wir nehmen wir hier mal noch die Bürger rein. Naja. Hat aber auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Was die Loyalität angeht, müssen wir einfach abwarten. Bringt jetzt eh nichts. So. Wir sind noch eine Großmacht. Das heißt, wir könnten eine unserer Kolonialnationen hier hinten theoretisch Nationen beeinflussen, bei denen machen. Oder gibt es jemanden, bei denen uns das mehr bringen würde? Wir sind keine Großmacht, Burgund. Dann machen wir das lieber bei Burgund, denke ich mir. Ja. Kostet ein bisschen Geld, aber wir haben es ja gerade. Und dann nehmen wir hier mal dieses Gebäude noch. Ah, hier nichts. Hier eigentlich auch nichts. Ja, das brauchen wir auch nicht. Sollen wir noch irgendwo eine Uni bauen oder so? Ja. Brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Oh, wir bekommen gleich wieder Geld obendrauf. Sehr schön. So, jetzt sind gleich die ganzen Cores fertig. Das ist sehr gut. Und hier haben wir das erste, die erste Möglichkeit für einen Anspruch. Ich würde sagen mal auf Treviso als erstes. Das ist eigentlich einerlei, weil wir werden eh nicht so wahnsinnig viele Gebiete fordern können. Maximal zwei oder so, wenn nicht sogar nur eins, bevor es hier eine fette Koalition gegen uns gibt. Wir können erstmal, denke ich, hier mit Burgund mal noch die Beziehungen verbessern. Und dann auch mal durchaus mit Österreich. Schadet auch nicht. Ich guck gerade mal. Böhmen, Venedig, Schweden. Eigentlich wäre mit denen auch ein Bündnis locker möglich. Schick mal den hier raus aus Bulgarien. Weil hier sieht es aktuell nicht so aus, als würde hier unbedingt Polen zugreifen wollen, oder? Nee. Andersrum auch nicht. Also machen wir das doch mal. Verbinden uns hier mit dem Kaiser. Sehr gut. Möglicherweise können die uns dann auch alle mal, also Polen, Österreich und Burgund helfen. In einem möglichen Krieg hier gegen Frankreich und so weiter. Müssen wir mal schauen. Genau. Schauen wir mal. Oh, wir haben jetzt zu viele Machtpunkte. Schaue ich mal kurz rein. Ich denke, wir werden dann hier mal ganz kurz Entwicklung ankurbeln machen. 2, 2, 1, außer in Tangier, da können wir, brauchen wir nirgends. So, dann machen wir das mal so. Hier haben wir 14, dann machen wir hier mal zweimal noch rein. Hier machen wir einmal rein. Und hier werden wir auch zweimal militärisch
Punkte reinpumpen. So, und dann haben wir hier auch, sehr schön, die Staaten. Da können wir gerade nur noch nicht ganz alles hinzufügen. Immer noch nicht. Müssen wir noch mal kurz warten, noch einen Monat. Dann können wir auch diese Provinz noch zur richtigen Kernprovinz machen. So, auch das haben wir jetzt geschafft. Und dann, ja, weiß ich gar nicht, können wir vielleicht auch hier bald ein bisschen rein investieren. Schauen wir mal. Ja. Wir haben aktuell ja nur eine Festung hier. Wir wollten ja vielleicht noch eine weitere bauen. Überlegt nur so ein bisschen, wo eigentlich. Ich meine, eigentlich zwei hier in dem Staat. Nicht reicht mir hier Gibraltar. Aber wir könnten vielleicht noch eine hier in Cordoba bauen. Fangen wir doch damit gleich mal an. Eine Stufe 6 Festung. Wie sieht es denn eigentlich aus hier? Wir könnten hier mal die Festungen verbessern. Oh ja, unbedingt. Überall die Festungen ausbauen. Jetzt haben wir eine Revolte, da kümmern wir uns gleich drum. Ja, Messina, pff, meinetwegen auch. Oh, 46.000 Mann. Wollen wir hier das Drillen abbrechen. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen vergessen aufzupassen, dass wir hier schnell Truppen entsenden können, bevor die Rebellion ausbricht. Also das Drillen davor abzubrechen. Okay, jetzt muss man nur verhindern, dass er diese Provinz auch noch besetzt. Gibt ja immer Nationalismus, der nervt. Okay, das kriegen wir auch hin. Sehr schön, obwohl es so viele Rebellen sind. Wann könnten wir denn das hier machen? 1682 erst wieder. In 11 Jahren. Ich würde im Übrigen auch mal vorschlagen, wir haben hier noch relativ viel Verwüstung. Ich werde mal hier auch schon mal Entwicklung ankurbeln machen und hier auch. Und dann Huelva vielleicht schon mal zweimal investieren, einfach um hier ein bisschen runterzukommen. Ja gut, das ist immer noch relativ hoch, gell? Gut, egal. Und hier können wir auch mal ein bisschen investieren. Und zwar hier vor allem. So, hier brauchen wir nicht, hier investieren wir noch und dann investieren wir hier auch noch. So, haben wir hier auch wieder ein Gebäudeslot mehr frei und können mal durchgucken. Oh ja, jetzt gibt es hier Möglichkeiten. Malaga, bauen wir dieses Gebäude, hier bauen wir auch ein paar Gebäude. Dann die Gebäude bauen wir definitiv auch. Ja. Und dann gucken wir hier mal. Lohnt sich jetzt nicht so. Also gut, ich meine, wir sind jetzt hier auch relativ stark eingeschränkt, weil wir jetzt ja überall schon Gebäude bauen. Da müssen wir einfach ab und zu mal gucken. Hier in Sevilla bauen wir das mal noch. Oh, jetzt haben wir aber ganz schön Geld ausgegeben. Naja, gut, okay. Kommt ja auch wieder rein, das Geld, denke ich. Korruption schon wieder. Ich würde sagen, wir... Dingsfortschritt hier, Regierungsfortschritt. Ist mir nicht ganz so wichtig. Und dann warte ich hier, dass wir den nächsten Anspruch noch generieren können. Zwei Grundproduktionen in Tunis, sehr schön. So, Unterstützer für Giovanni Paleolucci Monferrato im Militär. Viele Militärangehörige bekunden zwar der früheren Regierung immer noch eine gewisse Loyalität, aber der Lord Protector wird von einer Reihe sehr enthusiastischer Anhänger unterstützt. Manche Armeeanführer schätzen die absolute Macht, die Giovanni innehat, und erkennen, dass in diesen turbulenten Zeiten ein Anführer mit Autorität vonnöten ist. Die Förderung selbst von talentierten Personen aus öffentlichen politischen
Gründen mag kein populärer Schachzug sein und wir brauchen Generäle, die nicht nur fähig, sondern auch loyal sind. Sollten wir diese Gelegenheit am Schopf packen oder uns vornehm zurückhalten? Ich denke, da ist er schon dabei, oder? Ich meine, er ist ja aus der Aristokraten-Richtung, hat, denke ich, durchaus auch einen Hang zum Militär, weil es irgendwie Stärke ausstrahlt und so weiter. Ich denke, das machen wir. Einen 100 Armee-Tradition General. Sehr geil. Muss gerade mal gucken. Drei. Wo ist, in welcher Armee ist der hier? Der hier, den tun wir mal weg. Und wir setzen den. Boah, geiler General. So, und dann gucken wir uns jetzt mal hier die Situation an. Portugal, Frankreich, Portugal und Venedig. Boah, Portugal ist nicht schön. Neapel und Kirchenstaat. Verona. Achso, können wir jetzt auch mal hier noch machen. Ja, Vielleicht würde hier gegen Venedig sogar Österreich mitmachen. Oh, die haben hier eine Unabhängigkeitsgarantierung. Aber Frankreich und so würden da nicht mitmachen. Auch hier würde Frankreich nicht mitmachen, aber Venedig schon. Und Portugal auch. Schwierige Frage. Hier könnten wir halt eben durch Landversprechen die Österreicher noch dazu holen, was auch einige Truppen wären. Im Prinzip ist mir eigentlich auch egal, ob wir aus hier Provinzen holen oder hier. Aber dann müssen wir jetzt schnell unsere Truppen hier rüberziehen. Ich würde sagen, die hier hin. Ja, jetzt müssen wir mal kurz laufen lassen. Ich hoffe, dann geht's noch. Wäre blöd, wenn nicht. Europäische Händler in China, okay. So, und die Armee schicken wir jetzt auch gleich hier noch rüber. Und zwar würde ich sagen, wir nach Pisa erstmal. Verwandte versagen als lokale Herrscher, das hatten wir auch schon, oder? Und sagen auch hier wieder, dass die Vorwürfe Unsinn sind. Oh, wir haben Kolonialismus. Kriegsgrund jetzt gegen die. Sehr schön. Den Diplomaten rufe ich ab. Dann schicke ich den mal nach Österreich. Gut. Das sieht doch sehr schön aus. Und dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Part hier den Krieg beginnen, wenn es gut läuft. Ja. Hört sich doch nach einer guten Möglichkeit an. Warte mal, was ist denn hier passiert? Genuesisch-Kolumbien. Ach du Scheiße, die haben unsere Kolonialnation. Das glaube ich ja jetzt nicht, oder? Angegriffen. Und besiegt. Und die kolonialisieren hier auch. Ne, die haben das auch erobert von denen. Das ist ja wohl ein Witz. Da können wir dann gar nichts gegen tun. Also müssen wir hier wirklich mal einen ordentlichen Krieg gegen die führen. In Zukunft. Aber hier haben wir jetzt auch keine Ansprüche mehr. Das heißt, ich werde hier auch gleich wieder einen Spion hinschicken. Und den hier abziehen, den brauchen wir nämlich nicht mehr. So. Also darum müssen wir uns auf jeden Fall dann bald kümmern. Aber jetzt versuchen wir hier noch den Krieg zu führen. Dann werden wir hier in Europa eh eine Weile nichts mehr machen dürfen. Und dann müssen wir halt mal da drüben in der neuen Welt einen Krieg führen. Unter Umständen einen relativ ekligen Krieg. Auch dank Großbritannien und Frankreich, die hier dabei wären. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Müssen da vielleicht auch nochmal aufrüsten oder so. Ja.
müssen dafür dann wahrscheinlich auch nochmal aufrüsten, genau. So, super, dann danke ich euch erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao Leute, und entschuldigt die kleine Verspätung heute. Bis dann, ciao.